jemand gefangen und mit einem Hubschrauber abtransportiert. Und zwar auf diesen Stein. Und da ganz weit oben, auf diesem riesigen Gebäude, müssen wir also den einen Typ retten. Das, meine werten Damen und Herren, ist Long Neck Run, das neue Update. Ich habe das Spiel schon mal gespielt und es ist richtig gut angekommen. Und das hat tatsächlich jetzt ein neues Update bekommen. Und dementsprechend schauen wir da mal rein und gucken mal, was jetzt hier abgeht. Wir können nämlich tatsächlich mal wieder unseren Neck etwas länger wachsen lassen. Und das erste Mal, als ich das gespielt habe, war das Spiel noch lange nicht so cool, wie es jetzt ist. Und wir haben tatsächlich jetzt schon einen Neck mit einer Größe von 20, okay? 20 ist genug, um dementsprechend einfach die Giraffe zu erreichen. Das heißt also, für die Giraffe hat es gereicht. Damit können wir uns jetzt nochmal einen Bonus aussuchen, ne? Ich habe jetzt nicht den maximalen Bonus bekommen, aber man bekommt auch immer neue Obstacles, okay? Das bedeutet also, wir gehen jetzt weiter und bleiben mal auf der Nummer grün. So, dann können wir uns hier mal wieder so durchschwingen. Das kennt man ja inzwischen auch. Ich weiß nur, dass es jetzt alles neu gemacht wurde und dass es viele neue Sachen allgemein gibt. Und das müssen wir natürlich absolut ausprobieren. Okay, jetzt sind wir orange. Müssen hier nochmal ein bisschen den orangenen Neck ein bisschen größer machen. Und hier sind die Multiplikanten, ja. Da kann man dann dementsprechend die Multiplikation nochmal machen. Und dann haben wir hier insgesamt eine Größe von 6. Okay, damit haben wir den T-Rex erreicht. Ich glaube, das letzte Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, habe ich es tatsächlich bis zur Sphinx oder bis zu diesem einen Dorf da geschafft, beziehungsweise bis zu diesem Haus. Ich frage mich aber, was da jetzt noch Neues dazugekommen ist. Weil das erste Mal, als ich das gespielt habe, war das Spiel noch in der Beta, okay? Das bedeutet, man konnte hier fast gar nichts machen. Inzwischen ist das Spiel fast fertig, so wie ich das mitbekommen habe. Deswegen möchte ich natürlich gucken, wie weit man jetzt tatsächlich kommen kann. Und man kann tatsächlich das Spiel auch gewinnen, weil am Anfang des Spiels gab es einfach eine Story. Okay, 1,2 Multiplikant haben wir jetzt schon. 8,9, oh, das reicht gerade noch so nicht aus, um das nächste Ding freizuschalten, ne? Schade, schade, Schokolade. Wenn wir 3 Schlüssel haben, können wir tatsächlich eine ganze Truhe öffnen, ja? Das wird auf jeden Fall auch nochmal eine interessante Geschichte. Und was haben wir jetzt? Ich glaube, jetzt schaffen wir auf jeden Fall 1,6 und damit dürften wir auf jeden Fall das dritte jetzt erstmal erreichen mit 9 und wir können sogar die Sphinx, glaube ich, fast schaffen, ne? Nicht ganz, okay? Die Sphinx ist mit 20, aber es geht schon viel, viel schneller. Das letzte Mal, als ich das gespielt habe, ging das viel langsamer, dieses Spiel. Aber davor geben wir jetzt erstmal ein bisschen Geld aus und zwar 9 Charakter! Mal gucken, es gibt noch ganz neue Charakter, die ich noch nie gesehen habe. Und den wir freischalten, ist der Dino. Okay, der Dino ist neu, sehr cool. Und wir können uns auch einen Neck wahrscheinlich bald freischalten im Chest Room. Dafür brauchen wir nur noch einen weiteren Schlüssel. Oh, wie cool. Wir haben einfach so einen Dino-Schwanz jetzt hinten und so einen Knochen sozusagen. Okay, krass, Mann. Jetzt haben wir hier tatsächlich nochmal neue Obstacles, die man auch schaffen muss. Ich bleib mal hier auf Blau, weil Blau finde ich immer ganz nice eigentlich. Dann können wir hier nochmal ein paar von diesen Dingern hier mitnehmen. Dann gehen wir auf Orange. Okay, und da können wir jetzt nochmal ordentlich wachsen, ne? Das Spiel ist wirklich viel, viel besser geworden mit den neuen Skins und sowas. Das hat schon was. Ich glaube, 3,4 werde ich nicht schaffen. Ganz knapp nicht. Hätte man aber schaffen können. Haben wir jetzt die 20 erreicht? Jawohl! Die Sphinx haben wir freigeschaltet. Nicht schlecht. Okay. Und es gibt wieder ein neues Obstacle, was da freigeschaltet wird. Klassiker ist natürlich diese Kisten. Ich nehme immer unten links, Leute. Und die Mitte. Und dann würde ich nochmal das erste nehmen. Jawohl! Was habe ich da freigeschaltet? Ist das ein Best Reward, ein Reifen? Oh, oh, können wir den jetzt anziehen? Neck? Tatsächlich, wir können einen Reifen jetzt anziehen. Oh, wow, okay, das heißt also, wir haben jetzt tatsächlich nicht mehr so Ringe, die wir sammeln, sondern wir sammeln jetzt tatsächlich Reifen, ne, in blauer Farbe. Dann können wir hier dementsprechend das Ding in grün auswählen und können dann hier einfach nochmal einen längeren Neck machen, okay? Oh, das ist echt ein langer, langer Hals, okay? Und jetzt sind wir tatsächlich bei 71 und wenn wir das jetzt tatsächlich sogar mal 2 nehmen, mit 2,4 sind wir sogar schon fast auf 100. Okay, und damit können wir... Warum sind wir denn nur auf 22,9? Wir hatten doch eigentlich viel mehr. Egal. Ich glaube, beim nächsten Mal schaffen wir es auf jeden Fall. Was? Wir haben einfach schon 1000 Edelsteine und es gibt wieder ein neues Obstacle. Das heißt also, wir haben jetzt schon 1000 Edelsteine. Das heißt, bald können wir tatsächlich wieder was Neues freischalten, ne? Nicht übel, Leute, nicht übel. So, hier sind die Multiplikanten wieder richtig hoch und zwar mal 5,5. Der gibt einem nochmal einen riesigen Boost. Ich weiß nicht, ob das jetzt ausreicht, um tatsächlich 30 zu schaffen, ne? Nee, 26,6 sind wir tatsächlich. So, wir haben einen Pool freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob ich den Pool überhaupt kenne, aber ich glaube, durch den Pool kann man auch irgendwie durchlaufen. Kann man durch den durchschwimmen? Tatsächlich.
tatsächlich. Da kann man einfach so durchlaufen durch den Pool. Den kannte ich jetzt tatsächlich noch auch nicht. Ich glaube, der war beim ersten Spiel, war der noch gar nicht dabei. Deswegen mal was ganz Neues. Ein bisschen durch den Pool laufen. Und desto länger der Hals ist, desto mehr kann er da rausgucken aus dem Pool. Okay, so. Dann können wir hier mal Orange wieder sammeln. Okay, das ist jetzt eigentlich so das Beste, was wir hätten spielen können. Mal gucken, wie hoch wir jetzt hier tatsächlich kommen mit 53. Ich glaube, die letzte Hürde schaffen wir mal wieder nicht. Ganz knapp nicht. Wobei das Horn vom Dino berührt es ganz leicht. Aber jetzt sollten wir doch eigentlich mal den Maya-Tempel freischalten. Oh, sogar fast die Statue, die Rio de Janeiro-Statue, hätten wir eigentlich auch fast geschafft. Aber leider nicht ganz. Ich möchte ja gerne tatsächlich den Kollegen aus der Story am Anfang heute noch retten. Das wäre eigentlich noch eine echt coole Geschichte, wenn wir das schaffen könnten. Ne? Weil dann würden wir nämlich das Long Neck Run einfach durchspielen. Das wäre so krass. Hätten wir einfach den längsten Hals auf der Welt. So, und dann gehen wir hier lang. Alright. Okay, das ist, glaube ich, nicht so eine starke Runde. Mal 3. Das ist jetzt wieder aber Edelsteine. Okay. Oh. Oh, jetzt, guck mal, jetzt laggt es wieder, warum auch immer. Aber wir haben tatsächlich sogar die zweite Runde Edelsteine haben wir tatsächlich geschafft. Okay, ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheint das Spiel Probleme zu haben ab dem Zeitpunkt, wo die Edelsteine erreicht werden. Oh, und jetzt gibt es ein Obstacle Unlocked. Okay, da muss man jetzt durch so Ringe durchlaufen, ne? Und links haben wir jetzt sowas wie Fieber freigeschaltet. Alter, das ist auch neu. Mein Gott, das Spiel ist so cool geworden. Was geht denn hier ab? So, warte mal, wir probieren es mal nochmal aus. Wir nehmen mal hier die Dinger mit. Und jetzt haben wir hier sogar einen riesen orangenen Reif, ne? Oh, es gibt auch riesige orangene Reifen, ne, die dann dementsprechend mehr geben. Jetzt haben wir den Fever. Ich glaube, beim Fever können wir alles einsammeln. Oh, okay, jetzt haben wir schon wirklich sehr großen Hals gesammelt. Jetzt sind wir wieder auf blau. Oh, wow, wir haben einfach 92 Ringe gesammelt und kriegen jetzt einen Multiplikanten mal 4. Okay, das ist mal ein ganz neuer Rekord. Wie groß ist jetzt unser Hals? Also, wir müssen auf jeden Fall... Oh, nicht ganz. 35,2 sind wir stehen geblieben. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass wir den nächsten auf jeden Fall schaffen. Aber das ist tatsächlich noch nicht der Fall. Ist so witzig, dass wir auf einmal Reifen sammeln müssen. Ne? So, jetzt haben wir wieder den Fever bekommen. Der Fever ist eigentlich ganz cool, aber der geht auch sehr schnell leer, muss man tatsächlich sagen. Aber, oh, hier haben wir jetzt einen Multiplikanten mal 6. Das bedeutet, dass wir jetzt wirklich hoch sind. Das hatten wir vorher nicht. Ich glaube, wir hatten vorhin mal 4. Das dürfte jetzt ausreichen. Oh, die Rio de Janeiro Statue haben wir tatsächlich jetzt freigeschaltet und wir waren kurz davor, den Turm von Pisa in Italien tatsächlich, glaube ich, freizuschalten. Und wir können jetzt mal unten links machen, oben links und der dritte. Ah, Mist, keinen neuen Hals freigeschaltet. Okay, egal. Aber ich sag's euch, unten links ist immer eine gute Bad. So, oh, jetzt haben wir tatsächlich so Sprungfelder mit freigeschaltet. Die sind jetzt auch neu. Finde ich nicht schlecht. So, wir gehen mal... oh nö, jetzt habe ich da was Falsches freigeschaltet. Jetzt, da war ich jetzt gerade nicht gut genug tatsächlich. Leider, leider. Ich habe jetzt auch das Fieber leider unterbrochen. Hätte ruhig besser laufen können. Da hätten wir hier, glaube ich, sogar jetzt ein Fieber bekommen. Aber... okay, man kann natürlich nicht alles haben. Das Gute ist jetzt, dass wir einen neuen Charakter wieder freischalten können. Also, drücken wir drauf. Unlock Random! Und wen bekommen wir? Bitte, bitte den Hasen. Ich möchte den Hasen haben. Oh, was? Ich habe einfach einen Affen bekommen. Der ist auch neu. Ich kenne den gar nicht. Cool. Ja, und er hat sogar so eine Banane auf dem Rücken. Sehr cool. Okay, dann gehen wir mal weiter und sammeln mal wieder unsere Reifen. Okay, da ist jetzt so ein Pendel. Das ist jetzt auch neu. So, oh, okay, nice. Zack, zack. Zack, okay. Oha, oha. Doppelter Sprung, nicht schlecht. Wir gehen hier wieder auf grün, weil orange gibt es hier nämlich nicht. Das heißt also, wir nehmen hier schön nochmal alles mit. Jetzt haben wir hier nochmal ein Fieber. Da können wir jetzt nochmal alle mitnehmen. Und da vorne sollten wir, wenn möglich, blau nehmen, weil wir dann bei blau ein bisschen sicherer dran sind. Okay, damit haben wir das Level perfekt gespielt. Leider sind die Multiplikanten nicht so hoch mit 6,5. Hätte ruhig ein 7er sein können. Hätten wir jetzt einen 7er Multiplikant gehabt, hätten wir wahrscheinlich den Turm von Pisa freigeschaltet. Aber so kommen wir nur an der Statue von Rio de Janeiro vorbei. Aber der Pisa-Turm, der ist halt bei 57. Ist halt sehr schwierig, das zu erreichen. Jetzt haben wir hier nochmal einen großen Ring, mal 5. Hier nochmal 5 Stück mit dazu. Und jetzt hier nochmal die blauen alle nochmal mitnehmen. So. Dann hier auf jeden Fall den blauen Ring seitlich nochmal mitnehmen. Eine perfekte Runde gespielt. Multiplikant ist aber nur mal 5. Nur mal 5, was soll das? Okay, wir sind aber bei 386 Ringen. Das muss ausreichen für den Turm von Pisa. Und das tut es!
Das tut es, Leute, das tut es. Alter, richtig nice. Wir haben 505 Edelsteine bekommen. Nicht schlecht. Damit sind wir jetzt nochmal ein bisschen höher. 2100. Für den nächsten Skin brauchen wir 4500. Jetzt haben wir 440 Hals bekommen. So, das ist jetzt wieder gerade knapp genug, um da vorbeizukommen. Aber jetzt bekommen wir nochmal ein paar Edelsteine extra. Das heißt also, es wird wieder Zeit für einen neuen Skin. Let's go. Unlock random. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, mein Guter, komm schon, komm schon. Der Ninja. Okay, der nächste kostet 10.000. Oh, ist der cool. Oh, ist der cool. Der hat so ein riesen Schwert hinten dran. Guck mal, wie cool der läuft. Der bekommt dann auch seine Reifen auf den Nacken aufgestapelt. Aber ich muss sagen, dieses Ninja-Schwert sieht schon sehr cool aus. Also gefällt mir sehr. Ist ein sehr cooler Skin. So, wir gehen jetzt aber hier mal weiter. Die blauen. So, dann gibt es hier nochmal den Mode. Okay, da gibt es nochmal ein paar extra Steinchen. Aber wieder der Multiplikator. Nur mal 5,9. Die sollen uns mal einmal 10 geben. Wir sind jetzt bei 489. Es sind fast 500 Ringe auf unserem Hals. Reicht es aus? Es reicht aus! Tatsächlich ist das, glaube ich, wirklich diese eine Moschee, glaube ich, in Indien, glaube ich sogar. Oder ist das eine Moschee oder ist es ein Hindu-Tempel? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber eins von den beiden ist es auf jeden Fall. So, okay. 83 mal 11,4. Was haben wir da? 718. Es reicht. Das reicht 100%. Leute, das reicht. Komm schon! Jawohl! Freiheitsstatue freigeschalten. Das bedeutet also, neuer Rekord. Und wir waren kurz davor, diese Rakete oder was das ist, freizuschalten. Ne? So, jetzt gibt es hier wieder einen Reward. Ich gehe mal oben rechts. Unten links. Mitte! Heute nicht so viel Glück. Heute nicht so viel Glück. Okay, wir gehen weiter. Wir kommen da auch nochmal durch. Oh, 12,7 mit 94. Das könnte interessant werden. 819, ein neuer Rekord. Kommen wir damit dran an das nächste Gebäude. Schaffen wir es. 111! Geknackt! Tatsächlich ist das also eine Raumschiff-Rakete, die wir da freigeschaltet haben. 10.000! Wir bekommen einen neuen Charakter. Wir schalten einen neuen Charakter frei. Ich will den Hasen, 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 den Hasen. Oh, der König. Alter, der Hase kostet jetzt 17.000. Ah. Okay, spielen wir mal den König. Dann haben wir den König auch mal gespielt. Okay, was hat der König so drauf? Er hat auf jeden Fall ein richtig krasses Cape so. Er ist auf jeden Fall sehr lässig drauf. Er rennt gerne, macht seine Sachen. Oh, okay. Nice, wir haben hier einen Boost bekommen. Und es gibt weit und breit keine Sachen zum Aufsammeln. Wir haben einfach nichts aufgesammelt mit dem Boost. Multiplikant mit 82 sind 1227. Das ist es auf jeden Fall, Mann. 121. Oh, Alter, wir waren bei 165. Leute, nicht schlecht. Wir haben sogar schon den Affen erreicht. Das ist aber eine Affe. Nice Affe. Ich habe ihn erreicht. Oh yeah. 9,7, aber mit 153. 1003. Unser erstes Mal 1000. 1003. Aber ich glaube, wir schaffen es trotzdem nicht. Krass. Man muss 210 groß sein, um dieses Windmühlending da zu erreichen. 22er Multiplikator. 1500. 1500, Leute. 1500. Kommen wir da ran, kommen wir da ran, kommen wir da ran. Hey, 204. 1751. Und es reicht. Okay. Also, die anderen Gebäude sind noch riesiger. Die sind so riesig, es dauert so lange, das zu erreichen, ist abgefahren. Deswegen, ne, kann ich mir jetzt endlich meinen letzten Skin kaufen für 17.000. Und zwar den guten alten Hasen. Okay, im Spiel selber gibt es jetzt nicht mehr viel zu entdecken, außer alle Halskrausen. Ich habe jetzt den Hasen freigeschaltet, das ist der letzte Skin auf meiner Liste. Und dementsprechend habe ich jetzt alle Skins gezeigt und bin jetzt bei Level 47. Das Einzige, was jetzt noch kommt, ist eigentlich nur noch immer wieder das Gleiche. Also ich habe jetzt auch gemerkt, so, das Spiel wiederholt sich jetzt wieder. Es gibt keine neuen Obstacles und so. Wir haben es quasi eigentlich durchgespielt. Damit haben wir tatsächlich alle Skins und
schon eine Halskrause freigeschaltet und die ganzen anderen Gebäude werden wir irgendwann mal anders freischalten, weil das ist ein bisschen zu langwierig, die freizuschalten. Falls ihr gerne alle Gebäude selber freischalten wollt und dafür 5 Stunden brauchen wollt, dann schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Haut rein, Leute. Ciao!